Glück auf und willkommen zu dem Peter, der nicht mehr ja lange hier Junggeselle ist und so. Wir haben eine Drachenklaue mitgehen lassen, die würde ich hier gerne noch zu meiner Sammlung hinzufügen. So. So. Ja, ich stehe dir aus meinem eigenen Haus, wisst ihr? Können wir hier noch irgendwo was bauen? Was war denn hier das Problem? Stroh war das Problem. Ich hatte keinen Stroh im Inventar, genau. Da können wir doch nochmal nach Flusswald zurückgehen. Der hatte doch meistens so einen unnützen Kram wie Stroh im Inventar. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann geht's aber auch wirklich an die Sache mit der Hochzeit. Wird Zeit, dass ich mal unter die Haube komme, oder was? So, oh, ist das finster hier. Mein treues Pferd folgt mir überall hin, ne? Das ist schön. Das ist richtig, richtig schön. Und wenn wir schon mal hier in dem Laden sind, können wir dann bestimmt auch gleich noch ein paar von den magischen Sachen verkaufen, die wir im Inventar rumhängen haben. Wird ja mal Zeit. Hallo, meine Zukünftige. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist. Vielen Dank, dass ihr euch um diese... Oh, etwas hiervon, etwas davon. So, jetzt pass mal auf. Was hast du für Zaubertränke? Hast du was Heilungsmäßiges? Gut, der Peter, der hat Haufen Zeug, das er nicht mehr braucht. Ey. Aber nicht was Wertloseres hier, das hätten wir noch. Und das. Also gut. Ach ja, ich wollte ja noch gucken nach Stroh. Ich denke, jetzt habe ich das, was ich wollte, hier fast vergessen. Sind es Schätze. Du hast doch bestimmt irgendwo... Dietriche. Du hast doch bestimmt irgendwo noch ein bisschen Stroh, hä? Danke, mir genügt ein Stroh. Gefüllt mit mächtiger Seele, oi. Den nehme ich mal mit. Da kann ich dem jetzt meine ganzen Sachen hier verkaufen. Komm, das kommt alles weg. Zack. Also gut. So, jetzt nochmal schnell nach Hause. Oh, ist das ein Rumgereise, hör mal. Ein Rumgereise ist das. Der Krieg des... Oh. So, jetzt baue ich mir nämlich endlich das Vieh, das ich da schon die ganze Zeit drauf bauen wollte. So, wo ist es? Da ist es. Her damit. Oh yeah, der sieht gruselig aus. Ach, wir haben hier noch... Ey, wer hat die Gold... Also... Hey, das gehört euch nicht. Ja, ich wollte doch nicht in meinem eigenen Haus klauen. Mensch, wieso hatten die das überhaupt gesehen? Ich will die doch nur hier hin tun. Das gehört euch nicht. Das ist in meinem Haus. Alles hier gehört mir. So. Immer mit eurem Kopfgeld, Mist. Lasst mich doch in Frieden. Aber ich glaube, hier ist jetzt auch keiner, der mir irgendwie böse gesinnt wäre dadurch, ne? Mein treues Pferd ist immer in meiner Nähe. Gut, jetzt aber zurück zum Tempel. Wir müssen eine Hochzeit abhalten. Und zwar Ziggy die Zack. Der Peter will unter die Haube. Ich will zu Hause eine Frau haben. Jemand, der sich um meinen Sohn kümmern kann. Wo hatte ich denn den Kerl gefunden? Im Bienenstich war der. Wo ist der Bienenstich? Na, wo ist der Bienenstich? Da. Ist der noch vor Ort? Ja? Möge Mara euch segnen. So, mein Freund, ich möchte gerne im Tempel heiraten. Ihr wollt euch trauen? Es ist schön, auch in diesen schwierigen Zeiten die zarte Pflanze der Liebe erblühen zu sehen. Eure Trauung wird morgen stattfinden. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kommt nicht zu spät. Ihr wollt doch eure eigene Hochzeit nicht verpassen. So, geh zu deiner Hochzeitszeremonie, okay? Möget ihr sicher zu ihrer Huld zurückkehren. Ich muss... Ich werde heiraten, Leute.
Oh, es ist schon... Oh! Meint er schon heute? Das heutige heute oder das morgige heute? Oder... Oh, ich muss in den Tempel bestimmt, hä? Weil ich komme doch sonst voll zu spät. Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Ich freue mich ja so für euch beiden. Ja, und jetzt? Ist das jetzt schon das heutige heute gemeint oder wie? So, jetzt dürfte ja eigentlich nur noch die Hochzeit da sein. Tempel von Mara, hier soll ich rein? Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Ich freue mich ja so für euch beide. Es ist aber noch keine Hochzeit. Meint ihr nicht eher das morgige Morgen? Da muss ich nämlich hier noch ein bisschen warten. Weil wenn der mir das heute schon gesagt hat, dass es morgen ist, dann dürfte es ja eigentlich nicht heute sein, ne? Meine Braut, die muss ja auch mal Zeit haben herzukommen. Die kann ja jetzt auch nicht hier fliegen, oder was? Außer es ist eine Hexe. Hoffentlich habe ich keine Hexe geheiratet. Oh Gott! Geh zu deiner Hochzeitszeremonie. Mach ich. Das sieht doch voll nach Sonnenaufgang an. Oh, es geht ab. Ah, und hier kommt der stolze Bräutigam. Lass die Zeremonie beginnen. Mara war es, die der gesamten Schöpfung das Leben schenkte. Sie schwor, über uns als ihre Kinder zu wachen. Erst durch die Liebe, die sie uns entgegenbrachte, lernten wir, einander zu lieben. Und durch diese Liebe lernen wir, dass ein einsames Leben überhaupt kein Leben ist. Wir haben uns unter Maras liebevollem Blick heute hier versammelt, um die Vereinigung zweier Seelen zu einer ewig währenden Gemeinschaft zu bezeugen. Mögen Sie dieses wie auch das nächste Leben gemeinsam bereisen. In Wohlstand wie in Armut. In guten wie in schlechten Zeiten. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Ich will. Für immer und ewig. Oh, mein Herz. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Aufhört, ich kann das einfach nicht, nee. Ich will für immer und ewig. Unter der Obhut von Mara, der Göttin der Liebe, erkläre ich dieses Paar hiermit für vermählt. Darf ich die Braut jetzt küssen? Ich überreiche euch nun diese passenden Ringe, gesegnet von Maras göttlicher Gnade. Mögen sie euch in eurem neuen, gemeinsamen Leben beschützen. Habe ich jetzt einen Ring gekriegt? Irgendwie so einen Hochzeitsring, so einen Verheiratungsring? Der heilige Bund der Ehe. Wiederherstellungszauber kosten 10% weniger Magicka. Oh. Mein Ehering, den muss ich natürlich auch tragen. Oi, sogar mein Sohn war da. Muss ich jetzt nach Hause gehen, um meine Familie zu sehen, oder wie? Mama hat mich zum Markt mitgenommen. Dort haben wir einen riesigen Fisch gesehen. Den hättet nicht mal ihr tragen können. Wow. Du musst jetzt nach Hause. Aber ich möchte nicht. Also, na gut. Ihr seid super. Danke. Aber ich will jetzt nach Hause. Ich will jetzt wissen, ist meine Frau jetzt daheim? Ich bin doch so unerfahren in der Ehe, Mensch. Ich weiß nicht, wo meine Frau gerade ist. Die würde hoffentlich zu Hause rumhängen. Koch mir was. Ich hab Hunger. Aber hier kriege ich nämlich immer direkt 4 von den Sachen. Von Weizen auch. Das heißt, ich krieg hier 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. 3, 6, 9. Da müssten eigentlich 2 von denen noch weichen. Damit da noch eine blaue Berg...
Blume. Oh, ich wollte doch nicht alle. Oh, es kann nur eine auf einmal gepflanzt werden. Na, dann ist ja gut. Wie, Moment mal. Jetzt habe ich 3 Weizen. 1, 2, 3, 4 Blasenpilze. Ja, doch, ist alles richtig. Gut. Dann kommt der Pflanzboden auch noch weg. Und hier kommt noch eine blaue Bergblume rein. Ist schon nicht so einfach. Ist jetzt aber rein ins Haus. Wo ist meine Frau? So langsam kommt richtig Leben in die Bude. Ich habe einen Sohn, ich habe eine Frau. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse Wachen. Sorgt. Da ist sie, ich sehe sie genau. Wir sind verheiratet. Dann müssen wir uns jetzt wohl entscheiden, wo wir leben wollen, nicht wahr? Ihr könnt natürlich bei mir einziehen. Oh, aber ihr habt Kinder, nicht wahr? Wir werden ein Haus mit ausreichend Platz für sie finden müssen. Wie wär's denn mit dem hier? Ich besitze ein Haus im Pale. Unser neues Heim. Wir sehen uns dort. Papa, ihr seid zu Hause. Natürlich. Ach, das war's. Mehr will der nicht. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Wie geht es alles an? Sehr gut, Schatz. Die frische Luft tut uns allen gut und dieses Haus, es ist einfach perfekt. Oh, es ist so schön, ich bin verheiratet. Gib auf Wiedersehen, mein Schatz. Ich gebe auf mich acht. Oh, Benor, mein Freund. Papa, ihr seid zu Hause. Das hast du eben schon mal festgestellt. Habt ihr etwas Taschengeld bekommen? Da. Also gut, danke. Na, also hör mal, waren immerhin 5 Goldmünzen, ja? Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt, na sowas. Die geht ab! Woo! Buddy! Die Utgerd legt los! So, naja gut. Gehen wir mal raus hier, Leute. Gehen wir mal raus hier. Ich bin so was von verheiratet. Das ist so schön. Selbst mein Pferd freut's, nicht wahr? So, aber nichtsdestotrotz will ich jetzt nochmal zurück nach Weißlauf. Ich will mal gucken, wie viel mächtiger jetzt meine Heiltränke dadurch eigentlich werden. Hier, hör mal. Ich brauche jetzt Heilung vom Feinsten hier. Ich habe so schöne Sachen. Wir könnten auch schon mal Vorbereitungen treffen, wenn wir dann irgendwann die Ebenerz-Sachen machen können. Dass wir hier genug Zeug haben für Munition. Können wir schon mal ein bisschen Feuerholz sammeln. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich meine, so eine Portion sollte ja dann erstmal genügen. Oder nee, wir machen zur Sicherheit noch eine. Man kann ja nie genug haben und Feuerholz ist ja jetzt nicht so schwer. Zack. Aber ich glaube, ich kann mehr gebrauchen, weil ich glaube, ich mache meinem Benor keine Ebenerzrüstung. Ich glaube, ich gebe dem einfach meine alte Rüstung. Huch, liegt da irgendwo ein Toter rum oder was? Weil wenn der hier rumschreit, jetzt geht's dem Bastard besser, da muss doch irgendwer verreckt sein, hör mal. Da muss hier der Peter doch gleich mal Ermittlungen anstellen. Wer hat das zu wem gesagt? Keiner zu jedem oder was? Was wollte ich denn jetzt überhaupt hier? Ah ja, genau. Tach. Da bin ich aber ein bisschen verkehrt. Ich muss mir ein bisschen mehr nach unten. Ich muss nämlich in den Laden da rein. Ist aber ein bisschen dunkel noch. Na, ich warte mal noch ein Stündchen mehr. Weiter, weiter, weiter. Oh nee, du, ich fasse es nicht. Da bin ich unter der Haube. Also damit ist meine Familie jetzt schon mal so gut wie komplett. Für ein Kind hätten wir ja sogar noch Platz. Sagt Bescheid, wenn ihr... Ihr seht etwas... Werft einen Blick drauf. Ihr seht etwas blass aus. Ich hab grad geheiratet. Ich darf ja wohl mal blass aussehen. Die brauche ich nicht. Ich bräuchte mehr so Sachen wie Weizen. Und blaue Bergblumen wären auch was. Hast du sowas?
Eine hast du. Was brauchte ich noch? Feuersalze. Hast du aber gerade keine da. Gut. Wenn ihr ein Heil braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. So, dann passen wir mal auf. So, wenn ich die weglasse. 27 Gesundheit. Gesundheit wird für 60 Sekunden um 21 Punkte erhöht. Bei mir findet ihr und stellt 27 Gesundheitspunkte wieder her. Das klingt doch gut. Damit haben wir einen Doppeltrank. So, jetzt machen wir noch ein paar normale. Danke, danke. Ah, Feuer. Menschenskinder, du. Jetzt gehe ich mal hoch zum Schmied. Und guck mal, was der zu sagen hat. Achso, ich sah ja auch irgendwie krank aus, ne? Da sollte ich vielleicht mal einen Zaubertrank nehmen. So, da müsste ich doch jetzt wieder voll gesund aussehen eigentlich, oder? Boah, guck mal, hier ist mein Ehering. Ja, ich sehe doch ganz gesund aus, würde ich behaupten zumindest. Ein schöner Hammer. Ey, wo ist er? Das finde ich jetzt nicht nett. Tach. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Ich brauche Training in Schmiedekunst. Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beibringen, was ich kann. Gut, weil ich brauche ja noch ein bisschen was, ne? Oh, das ist aber teuer. Oh, das ist aber teuer, hör mal. Dann werde ich es doch lieber selber. Habt ihr irgendwas, was ich gebrauchen kann? Silbererz klingt doch schon mal schön. Lederstreifen sowieso. Eisen. Mhm. So, danke. Ich gehe da mal runter zur Schmiede. Boah, das ist ja teuer, Schmieden zu trainieren. Ich weiß ja nicht, wofür ich mein Geld vielleicht noch brauche. Ich hatte ja auch früher mal mehr Kohle. Meine Kohle hat sich durch den ganzen Hausbau ein bisschen verzogen und auch dadurch, dass ich so viele Tränke kaufe immer. Aber da können wir wenigstens endlich mal was mit dem Gold auch anfangen, ne? Fürchtet euch nicht. Ach, ich fürchte mich doch nicht. Du Stück. So, ist das denn genug Silber für einen Silberbarren? Ist es. Weil da kann ich ja so einen Schmuck herstellen, das bringt ja immer gute Erfahrung. Stellen wir den her. Zack. Was gibt's als nächstes zu tun? Eisen. Bringt zwar nicht ganz so viel Erfahrung, aber Erfahrung ist Erfahrung. Immer her damit. Vielleicht gibt's ja hier drin auch noch irgendwas, was wir tun können. Wir kommen gar nicht dazu, mal irgendwie wieder Abenteuer zu erleben, ne? Wir haben jetzt geheiratet, jetzt bin ich wieder am Spielen. Kleine, wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen. Ich will vor allem wissen, was du hast. Hast du irgendwas, woraus ich... Silbererz, das ist gut. Da kann ich mir da wieder was draus machen. Noch ein bisschen Eisen und Lederstreifen. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Boah, ich bin zu beladen. Was guckst du so, goldener Reiter? Lass mich raus hier, ich hab zu tun. Heidenei. Ich muss zu dem Ding dahinter... Steht mir nicht alle im Weg. Komme ich hier durch? Ja, ich bin nicht zu fett. Gut. Silber. Ich meine, jetzt wünsche ich mir, dass ich mir das ganze Silberzeug, das ich immer liegen lassen habe, mitgenommen hätte, ne? Naja, was soll's. Aus Fehlern lernt man. Wo ist denn der Schmuck? Hier ist er. Wieso kann ich denn daraus zwei machen? Ach so, zwei aus einem, verstehe. Ah nee, ich wollte das doch gar nicht hier. Ich wollte doch noch ein bisschen Eisen machen, hör mal. Ich bräuchte eher was Umgedrehtes. Na, was soll's, wir machen Dolch und Gutes.
So, da ist doch unsere Schmiedestufe schon wieder ein bisschen besser geworden. Zwar nicht so stark, wie wir es bräuchten, um endlich mal was Ordentliches herzustellen, aber doch schon merkbar besser. Ich komme, mein Freund. Zerschmetter. Hm. Klingen, Helme. Können wir jetzt nochmal gucken, bei so Bekleidung müsste das hier sein, dieses Maskending, aber hat er keins mehr. Schade, schade. Weg mit den Dolchen. Die alten Nordpfeile kannst du auch haben, die bringt zwar keinen Gewinn. Also gut. So, kennen wir noch irgendeinen Schmied? Ja klar kennen wir noch einen Schmied. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal nicht um die Schmiedsachen. Darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal weiter. Und ja, danke jedenfalls fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Macht's gut!